Okay, Freunde, der Schaffensdrang. Hier sind wir wieder. Bewährte Kombination. Thank you.
Ja, das hat Spaß gemacht. Sehr schön. Hat scheinbar auch aufgenommen bis hierher. Ich hätte natürlich noch Lust, ein bisschen zu labern, dann noch einen aufzunehmen. Können wir mal gucken, was passiert. Hier wurde mir von einem User empfohlen, dass ich mir doch ein Stativ besorge oder irgend sowas. Damit es nicht so laut ist oder besser offen. Irgendwas hat er erzählt, meine Technik-Nazis. Das ist jetzt bestimmt wieder antisemitisch strukturierter Begriff, weil die Schrecken der Nazi-Zeit damit nehmen, dass ich es mit etwas vergleiche, was überhaupt nicht so schrecklich ist. War nicht so gemeint, will niemand Leid, Schmerz zufügen. Im Gegenteil. Das soll Spaß machen, diese Musik. Allerdings fickt es natürlich unseren CO2-Abdruck. Dieser ganze Serverzugriff, Internet, Technik, bla, Plastik. Well, meine Freunde. Schwer Dingsbums. Vor anderthalb Jahren habe ich mir gedacht, als meine Ex-Freundin Schluss gemacht hat. Eine meiner Ex-Freundinnen, genau gesagt. Ich habe mir gedacht, Motherfucker, Mucke bringt's nicht mehr, Tussi-Shit. Ich mache echt einen auf Hardcore-Mönch-Aussteiger, einfach nur noch nackt am Fluss rumhängen. In Berlin saß ich immer nackt an der Spree, hab da auch geschwommen. Auch nackt, ich alter Held. Das mit der Nacktheit habe ich von dieser einen offenen Beziehungsperson gelernt, die auch Pobacke und mich in den Dreier verwickelt hat. Davor war ich sehr schüchtern, seitdem ein bisschen weniger schüchtern. Nun gleich ist die Batterie aus und ich mache noch einen Song. Schön, dass ihr hier seid. One Love.